Es war einmal, südlich der Grasplantagen von Mittelerde, wo Elben, Zwerge, Menschen und Orks friedlich miteinander lebten. Weil sie böse abhängig waren, schmiedeten sie Wiedringe, die den Träger immer mit THC versorgten und ihm ein breites, prägendes Leben verschafften. Aber Sauron, der Urkönig, übertrieb immer maßlos und baute sich einen Riesenbong und verrauchte stündlich tausende Tonnen Gras. Als das Weed eines Tages knapp wurde, sagte der Menschenkönig zu Sauron, Popsmaul, worauf der Orkkönig den Krieg erklärte und sich Menschen und Elben gegen ihn und seine Armee verbündeten. Überraschung. Ey, warte mal, du hast was vergessen, Alter. Also, ja, scheiße, stimmt. Leider... Leider mussten Menschen und Elben feststellen, dass Sauron aufgrund seines Mega-Wiedringes nahezu unendliche Macht besaß. Die einzige Möglichkeit, ihn zu besiegen, war, ihm den Ring zu entreißen und in den Flammen der Megabogen zu vernichten. Geht doch! Doch wollte den Ring verkaufen und zog mit seiner Verpiss dich, Mann! Und zog ja mit Karawane zum nächsten Beat Bazaar. Ach, ich meine Flohmarkt. Auf dem Weg wurde sie von fiesen, gemeinen Meuchelmördern böse zusammengehauen. Der Isildur bekam Angst. Was für eine Memme! Und versuchte in die See zu verstecken. Diese Gelegenheit nahm der Ring wahr. Und sich versteckte in die See auch. Später wurde gefunden von Ollum. Weil Drogen nix gut für Mamushka, bekam er krass Bierschiss. Tut dir weh!
Ah, sieg dir! Die Bullen! Ey, Spasti, steh auf! Mach mal hier weiter, Lan! Der Ring konnte die ewige Scheißerei nicht ertragen, floh und wurde von Bilbo, dem ollen Schicksterminator, gefunden. Oh, fett. Halt, Polizei! Bleib sie stehen! Nein, nicht sie! Der Türke, der Türke! Frisst das, Bulle! Jebbe! Quack. 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 Was für ein Scheiß war das bei meiner Mucke? Hast du ein Problem? Quack. Alter, schon meine 5000 Watt Bass Machine gehört? Geht voll ab, Alter. Ich liebe dich. Schwuchtel, ey. Du stinkst aber echt wie meine Oma an den Achseln. Ey, das Zeug, was ich hier gerade durchziehe, ne? Das ist von der übelsten Sorte, Alter. Das haut so rein, das glaubst du gar nicht. Ach komm, laber keine Scheiße, Alter. Das Zeug, was ich letztens geraucht habe, war viel geiler als dein Scheiß hier. Halt's Maul. Ey, komm, du hast keine Ahnung, Gandalf, geh nach Hause. Wenn du mal ein richtiges rauchen willst, ne? Muss man Opa fragen. Der hat echt das geilste Zeug in der Hood. Tolle Karte. Wir legen wir die erstmal weg. Hier hin. So. Jetzt erstmal ordentlich ein durchziehen. War ich denn mein Zeug? Warte. Taschen? Nein. Scheiße, wo habe ich es hingetan? Verdammt. Wo ist es? Hier nicht. Da auch nicht. Scheiße, wo habe ich es hingetan? Na, da ist es auch nicht. Oh Gott. Scheiße! Da ist es. Schnee im Sommer. Ich träume von nackten Männern. Von deinem Zauberstab. Ich stehe auf alte Säcke wie dich. Ey Gandalf, ich will dich in Reizwäsche sehen. Wie war das? Ah, du hast mich schon verstanden, sonst gibt's keinen Dope, du Zauberer. Ich will dich morgen bei mir sehen, um 12, in Strapse. Kaum drei Haare auf dem Sack und schon eine Puffstange stehen, wa? Ey Junge, ich glaube, du weißt nicht, wer ich bin. Ich bin Gabba Gandalf. Ich hab jetzt Bock auf Gabba. Was glotzt denn so blöd, du fettes Stück Scheiße? Ey, willst du mich verarschen, Alter? Bist du jetzt Kommerz-Gandalf oder was? Ey, Gabba, Junge. Oh ne, die Drecksblagen. Na warte, euch mach ich platt. Feuer! Feuerwerk! Arschlecken-Feuerwerk, ich hab nur die getroffenen Pissblagen. Hau rein. Geh dir einen Wichsen. Ja, meinst du, was ich vorhab? Quack. Quack. Hier also wohnt der Dreckspusher. Quack. Aufmachen! Drogenfahndung! Ein Augenblick, ich komme gleich. Kooperieren Sie uns, wird Ihnen nichts geschehen. Ich hab nichts. Komm hierher. Ich brauch Zeug. Okay, dann komm mal rein. Don Bilbo hat vielleicht was für dich. Ich hab alles da, ich kann alles besorgen. Ich hab echt den kranksten Scheiß, den es gibt. Speed, Hush, Crack, Heroin, LSD, Ecstasy, Peace, Shit, Kokain, Gummibärchen, Pornos, Hardcore Bondage, SM-Spielchen. Snap!
Ey, Bilbo, du Lutscher, deine Drecksbude stinkt genau wie deine Haare. Das Einzige, was hier stinkt, ist deine Sippe. Hä? Hä? Aufs Maul? Nee, lass mal stecken. Schluck erst mal runter, du Bastard. Deine Mutter schluckt gleich. Diese arschgefickten Bullen. Die wollen meinen Zauberring. Der Ring hat scheinbar magische Kräfte. Ich habe ihn damals vom scheiß Ollum abgezogen. Der hat die sonderbare, aber geile Eigenschaft, dass er mich die ganze Zeit heim macht. Aber immer wenn man den Zauberring anzieht, wird das Böse stärker. Der gehört einem Ultra-Zauberer. Mit seinem Zauberring ist der so ultra, der wird dich voll in den Arsch ficken. Ich zaubere gleich meinen Ring um die Augen. Bleib mal leger. Lass heute Abend mal auf Wacken gehen. Was ist Wacken? Das ist Wacken. Einmal im Jahr kommen hier alle bösen schwarzen Männer aus Mittelerde her, um mal richtig die Sau rauszulassen. Lächerlich. Wenn du dich mit dem Teufel einlässt, verändert sich nicht der Teufel. Der Teufel verändert dich. Scheiße, da die Dorfnutte. Die macht sogar für dich die Beine breit. Oh, nee, ich hab kein Geld, bin pleite. Scheiße. Ach, das geht aufs Haus. Los jetzt. Wenn ihr Koks mit Mehl puncht, dann schwächt das das Suchtgefühl eurer Kunden. Also nehmt am besten Backpulver zum Strecken, dann könnt ihr die normale Menge zum doppelten Preis verticken. Doch wenn ihr zu viel Backpulver nehmt, dann kommt eurer Kunde und BOOM, verpasst euch eine Kugel zwischen die Augen. Also merkt. Der ehrliche Pusher wird von Bullen umzingelt, doch beim klugen Puncher steht die Kasse klingelt. Da ist er! Ui, Bosser! Scheiße, die kleinen mich ab! Ey, weißt du eigentlich, wie gut ich Bauch reden kann? Scheiße, Alter, ich hab's im Strecken total übertrieben. Ey, wenn die mich kriegen, bekomme ich einen Frog Splash. Die matchen mich mit einem Bulldog und kommen mit einem Flying Crossbody. Und am Ende zermalmen die mir die Beine mit Words of Jericho. Laber nicht. Ich bin zwar übelst dicht, aber ich werde jetzt eine Räder haben, obwohl ich auf übelste Art und Weise das Air Roller. Was ich euch sagen will, ist, ihr seid alle ein Haufen erbärmlich dammeliger Hurenkinder. Eure Väter sind nekrophile Schwanzlötchen Arschgeburten. Komm mal her! Und außerdem sind eure riding älteren Geschwister. Ach ja, noch was. Alle Mittler haben kleine Schwänze. Yo. Hier spricht Gott. Gib Gandalf deinen Ring. Vergiss es, Gandalf. Deine Tricks ziehen bei mir nicht. Njam, njam, njam. Ey, pass mal auf, du kleiner Hoden. Weißt du eigentlich, wie weh so eine Kopnuss tut? Was denn? Pass mal auf, Junge, ich kann dir den Ring nicht geben, der ist gefährlich. Jedes Mal, wenn einer den Ring aufzieht, wird das Böse um einige stärker. Da ich aber eine äußerst wichtige Person bin, ist mein Wohlergehen von höherer Priorität als das Beschützen der Armen, Krüppel, Behinderten, Kinder, Spastis, die essen, was ich wegwerfe, Penner in Mülltonnen. Ja, ich hab's verstanden. In letzter Zeit vielleicht auch nicht mehr so. Ich brauch was Härteres. Vielleicht habe ich was Härteres für dich. Elrond McBong im Elbental. Der Typ hat Zeug, da fliegen dir die Löffel weg. Du kriegst die Adresse aber nur, wenn du mir deinen Ring hier lässt. Fick dich und deine Mutter, du Hurensohn. Ich brech dir die Beine. Das sind 2 Tage zum Beispiel bis zum Elbental. Was soll ich mir bis dahin reinziehen? Halt's Maul, du Hurensohn. Ein Sturm von Kopfnüssen wird auf dich niederhageln. Und meine stählerne Faust wird dich in 1000 Stücke zerreißen. Es tut mir leid. Da, wo du jetzt hingehst, gibt es 5 von den Ringen. Wuhu, see ya. Ich brauche Drogen jeden Tag. Ich brauche Drogen, so viel ich mag. Muahahaha, Schwachkopf. Der wird sich wundern.
Das also ist der eine Ring. Ich habe zwei Optionen. Ich könnte entweder im Buch des unendlichen Wissens Nachforschung anstellen, um die Armen und Schwachen vor dem Bösen zu bewahren und dem Licht zum Siege zu verhelfen, oder... Oh, geiles Zeug, ey. Boah, haut da rein. Hey! Man kann aber echt übertreiben. Ey, wie viel Johnnies hast du hier schon reingepfiffen? Boah, Alter. Guck mal. Du hast meinen Ring. Hä? Tu ihn da rein. Hier, kannst du haben. Ach du Scheiße, ist der Preis. Ah, die Wände kommen immer näher. Ey, was soll das? Ich muss hier raus, ich werd verfolgt. Ey, bleib hier, du Missgeburt. Verpiss dich doch. Was war das? Ich geh jetzt nach Jamaika. Da, wo der Hanf blüht. Denn ich bin Reggae Gandalf. Wacken? Ist schon vorbei, du Spasti. Hau ab! Gib her, Schwuchtel! Ey, hallo? Geht's noch? Komm mal klar! Ey, bleib mal sportlich! Mein Homie Jamal hat mir vertickt, dass auf dem Ring das Geheimnis für den ultimativen Flash steht. Hier, nimm ruhig, er ist kalt. Du kannst mir vertrauen. Was ist das? Genatzt. Was ist denn da? Was glänzt er denn so? Da ist er bestimmt wertvoll. Bestimmt Gold. Wie? Goldene Kugeln etwa? Das sieht doch nicht aus wie eine Kugel. Nee, das ist doch ein Ring. Was steht da? Wir puffen, bis wir umfallen? Was? Oh. Kann doch nicht sein. Jamal, der Lutscher hat mich verarscht. Ah nee, ich hab mich verlesen. Da steht, wir batzen, bis wir umfallen. Ah, es ergibt Sinn. Wir müssen also mal ordentlich kiffen. Steht da noch was? Ja. Da steht Made in Bangladesch. Ey, wir batzen noch jetzt, bis wir umfallen. Aber was machen wir eigentlich, wenn wir am Boden liegen? Willst du mich zu deinem Kaffee? Was fällt dir eigentlich ein, Milch in meinen Kaffee zu gießen? Dann ist er gar nicht mehr schwarz und lecker. Ey, lass mal Stimmen tauschen. Oder was? Na, alles klar. Ja, okay. Um nochmal auf die Sache mit den goldenen Kugeln zurückzukommen. Das müssen wir jetzt aber nochmal erklären. Meinst du etwa Rocher? Goldene Kugeln? War das nicht Raffaello? Aber die sind doch weiß. Und ohne Schokolade. Dann also nicht Raffaello? Ja, nee, die müssen ja golden sein. Aber was ist denn jetzt, wenn man Raffaello in Goldfolie einwickelt? Trottel, das sind doch keine Rocher. Da sind doch trotzdem keine Nüsse drin. Wie? Sind Koksnüsse zwar keine Nüsse? Ja, das sind halt zwei verschiedene Sorten. Aber da gibt doch noch...
Nimm 2. Ja, aber die sind doch nicht von Ferrero. Und auch ohne Nüsse. Das ist wie mit den Nimm 2 und den Küsschen. Du kriegst gleich 2 Küsse von meinem Stiefel, Alter. Du willst mich küssen? Dann klatsche ich aber 2-mal in die Hände. Stimmt, klatsch gleich 2-mal. Ich klatsch dich und du klatsch auf den Boden. Ja, dann machen wir das so. Pack den an. Deine Zahnbürste greift morgen ins Leere. Ey, Qualle, was machst du denn da? Ich hätte jetzt erstmal hier einen Baum und so. Ja, das ist eine nice Idee, Mann. Mann, das war echt der Hammer-Trip. Ich bin jetzt Pferde-Gandalf. Und ihr bringt diesen scheiß Ring jetzt zu Aaron McBong. Na, siehst du? Und wenn ihr Bilbo seht, den Assi. Was für ein Ding? Ganz ehrlich, der hat noch Zeug von mir. Qualle! Ey, was läuft? Ey, Qualle, hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt, dass du aussiehst wie ein Mädchen, was aussieht wie ein Junge? Fett. Ey, du fettes Stück Scheiße, was ist los mit dir, Mann? Hör mal auf mit der Träumerei. Wir haben Meeting. Träum mir nicht so dumm rum. Lass los, noch einen bauen. Schön ein Harzen. Ey, was labert der mich wieder von hinten an? Ja komm, Digga, aber pur, ne? Ahnmei, die ziehen schon wieder hindurch. Aber ich hätte auch wieder hart Bock. Echt. Oh Mann, Gandalf, ey. Ganz ehrlich, du bist den Scheißtag nur am Harzen. Das geht echt nicht mehr klar mit dir.
Digga, was harzen? Ich war in letzter Zeit nur wandern. Was? Wer hat dich denn gefragt, Pussy? Ganz ehrlich, guck dich mal an mit deinem scheiß Bart. Warum ist der so lang? Sind da Titten drunter oder was? Und du weißt doch gar nicht, was abgeht. Ganz ehrlich, unsere Grasplantagen sind dermaßen am Abkacken. Digga, ganz ehrlich, nur weil ihr das mit dem scheiß Dünger nicht hinkriegt. Mach mal nicht so auf Dicken jetzt, ganz ehrlich, wenn das meine Plantage wäre. Das Zeug würde blühen in den schönsten Farben. Plan das endlich mal, du Bastard. Ey, aber jetzt noch was. Wie kriegst du das mit deinen Zöpfen so geil hin? Ey, hast du da einen scheiß Bart geraucht oder was, du Hurensohn? Wir haben ganz andere Probleme. Der scheiß Ring fickt uns alle. Die Preise gehen in den Keller, Gandalf. Was sollen wir denn jetzt machen? Du musst ihn zerstören. Ja, du hast richtig gehört. Du musst ihn zerstören und es ist mir scheißegal, wie du das anstellst mit dieser Kacke. Oh Mann, ey. Und nimm deine scheiß Kollegen mit. Ah, meinetwegen. Aber vorher zieh mir noch einen durch, du Hund. Oh ne, na gut. Und dann bin ich danach wieder so breit. The mother, the scheiße, the wheat by the kaputt, ich, the Hartz IV, the Konkurs, alle tot, scheiße, mit der Ring und so, jetzt. Nicht einfach nach Mordor reinlaufen. Da ist es dunkel und da braucht man Taschenlampen. Und es ist kalt, da muss man sich warme Schlüpper anziehen. Und das Auge. Was denn jetzt für ein Auge? Das guckt so böse, da krieg ich mal richtig Angst. Ich sag's euch, Jungs. Facebook ist da einfach nicht. Da gibt's kein WLAN und so. Und über die Mauer kommt ihr auch nicht. Ey, scheiße, Alter. Wer seid ihr überhaupt? Sag mal, Junge. Fällt dir eigentlich was ein, wenn ich sag, dumm wie Scheiße? Pack mich nicht wieder an, du Schwuchtel. Ich bin Aaron. Der Gärtner. Und ich bin Alkoholiker. Erfreut, ich hab dich derbe lieb. Ja, Mann, Gangling, was ist los? Aber nicht mit dem. Gut. Ich hab doch noch einen Handscheinwerfer. Scheiß Kapitalisten. Den könntet ihr haben. Ey, Schmuck! Ich will auch mit zu den Dinosauriern, Marihuanas, Lolli lutschen und so weiter. Ey, ich will Bier, Titten, Koks, Nutten, alles! Ich will überwerten, ich will Farben sehen, Mann! Ja, und ich will, dass ich meinen Vater mal stolz mache, weil er hat mich als kleiner Junge immer von hinten. So, weißt du? Nö, nö, nö. Welcher Vater, du hässliche Klingelfotze? Ja, Vier Ticker auf dem Weg, den Ring zu zerstören, um unsere Grasplantagen vor dem Untergang zu schützen. Okay, Frodo, du ziehst das durch. Okay, okay. Ach du Scheiße. Ey, Gandalf, komm, das ist jetzt nicht ein bisschen hart homo? Ich meine, so eine Frau, nur Männer. Halt die Backen. Manchmal muss man seinen Arsch riskieren. Thank you.
Standard, Mann, ich share. Dein Bart meinst du, er ist weiß, aber ich glaub ihm nicht, ist so lang. Du Opfer, ey, wir haben dich doch sowieso noch mitgenommen, damit wir auf dem Behindertenparkplatz können. Da sind noch Vögel! Vögel. Also Mist, Albatros, kenn ich lang. Sind keine Vögel. Damit kenn ich mich aus. Das sind Kapitalisten! Kapitalistenschweine! Läuft! Läuft! Digga, die wollen meinen Ort. Digga. Komm, auf den Berg. Ich kann da fliegen, aber doch nicht. Hey, Digga. Die können nur 2000 Meter, Mann. Die wollen meinen Ort. Entspann dich mal, Junge. Da müssen wir hoch. Bist du behindert? Ja, scheiße. Hoffentlich ist jetzt der richtige Berg. Das Schnee, Schnee, Schnei! Die Jungs sind keine Alkoholiker, die vertragen nicht, dann müssen wir runter! Nein! Die scheiß Vögel haben mein Weed nicht bekommen! Wenn wir oben sind, gibt's Party, Jungs, das schwör ich euch! Schneeballschlag! Da bringen wir uns hin. Das stimmt doch nicht. Ich hab mal Goldfisch gegessen. Nein. Irgendwie, ihr zieht's übertrieben. Ah, Beretta, 9mm, was ist los? Alter, was ist das für eine Scheiße? Komm mal zu Papa Gandalf. Ich umarm dich mal kurz, aber denk mal nicht, dass du meinen Bart kraulen kannst. Ey, was für ein Scheiß? Boah, überall Schnee. Ich glaube, ich zieh eine Leine. Hey, Frodo. Du bist wie ein Sohn für mich, deswegen verrate ich dir mal was. 3x3 ist 7. Was? Ich weiß, das checkst du nicht. Nee. Deswegen darfst du es auch niemandem sagen, das ist mein Geheimnis. Namen, Dubinsky. Ey, Gandalf, was schiebst du denn jetzt für einen Film? Das ist kein Film. Das ist eine Synchro. Ey, was geht denn jetzt mit dir, Mann? Da sitzen ein paar Idioten vor dem Mikro und labern Scheiße rein. Wie du. Und machen alles total sinnlos. Mm. Wenn du ganz genau aufpasst, dann hörst du das auch, du Wichser. Armer, voll der Uhu. Der hier muss das irgendwo sein, dieser Scheißladen. Digga, und wenn die ihn finden, wir gehen rein. Ich so. Ich denke, das ist eine Mauer. Dieser Huren. Ey Jungs, das ist für die falsche Adresse hier. Das sieht eher aus nach Dresden 45 und nicht nach Klinik. Oh, was? Dresden? Ey, hier ist voll die Inschrift. Ey, mach mal Licht! Ey Jungs, ich bin Alkoholiker. Ich bin Kapitän zur See. Ich fahr die großen Pretty Mary Queen und so. Ich lese mal vor. Afro-Schranz, Ethno-Gabba und Schlager. Nur sonntags. Ey, ich glaube, Gandalf kann gar nicht schließen. Er ist voll der Club. Ey, Jungs, Spaß, das ist voll der Club. Da geht's voll ab. Da will ich rein. Guck mal, Stock gegen Wand. Mach mal auf! Armer Legolas, weißt du was? Mhm. Ich war mal im Mieser-Club, so, da gab's nicht mal Garderobe, da haben die Leute, sie haben sich aufgehängt, weißt du, mit ihren Klamotten so. Mhm. Das war übelst Killer. Mhm. Aber weißt du, was noch viel heftiger war? Mhm. Da gab's nicht mal mehr Getränke, sondern da gab's einfach nur miesen O-Saft.
Also irgendwie geht hier eine Party. Ein Pfeil! Meiner Meinung nach wäre jetzt Republikflucht das Beste. Ey, ihr seid echt so schwul, das geht echt gar nicht, ey. Ganz ehrlich, weißt du, ich komme hierher und will dick Party machen. Und ihr seid nur am Rumlungern, ey. Ganz ehrlich, Legolas, du bist echt die schwulste Sau von allen. Ach, scheißegal, ey. Lass mir von euch jetzt hier nicht die Stimmung versauen. Das ist echt der mieseste Club seit langem, ey. Ich will jetzt ein Drehen. Ein Zwirbeln, ein Baffen, ein Harzen, ein Bauen, ein Knuspern, ein Zischen, ein Blubbern, ein Kräutern, ein Jochen anrufen, ja, ein Piepen, bauen wir alle ein Hallern, ein Heizen, wieder ein Bauen, ein Böffen, ein Gleistern, ein Starzen, ein Dampfen, ein Spazieren gehen. Zieht euch das rein, hier geht's nochmal hoch. Guck mal, da sind überall Leitern, da geht's nochmal hoch. Und guck mal, wie das gemacht ist. Ey, mit so viel Liebe zum Detail. Ey, mir geht echt einer ab, wenn ich das sehe. Warum zieht ihr denn alle so eine Fresse? Du auch, Legolas. Schwuchtel, ey. Wie kann man hier nicht abfeiern? Mami, scheiß Altkleidersammler, da wächst gleich was anderes in der Wand, und zwar dein Kopf, Junge. Ach, fick dich doch, du Zwerg. Da läuft doch irgendwas. Diese Wetterfettbämme, Bräuler und dann eine Tüte Puffreis als Sättigungsbeilage. Jetzt werf. Ein Alkoholiker. Ich bin Nolf. Was willst du denn jetzt schon wieder, Mann? Ey, wenn du ein Tier wärst, was wärst du denn? Ey, normal ein Löwe, Mann. Ich wär ein Schaf. Immer voll Gras. Und wenn ich ungeschoren davonkomme, dann krieg ich meinen Stoff überall hin. Der ist gut, ne? Den habe ich aus dem Internet. www.deine-mutter-denkt-sie-wie-ein-hobbit und heißt frodo.de. Scheiße, Mann. Jetzt kriege ich gerade übelste Paras. Hey, die müssen mal echt die Mucke leiser machen. Das nervt mich voll. Junge, was? Ey, das ist doch meine 5000 Watt Bassmaschine, Junge. Ey, Mann, krass. Das hörst du raus? Ja, normal. Ich kenne doch meine Bassmaschine. Weißt du, was ich dafür bezahlt habe? Gar nichts, aber egal. Ich meine, ich lasse mir das Ding doch nicht einfach abziehen. Ich bin Gandalf. Ich bin immer nicht irgendwer. Diese Vögel. Weißt du, auf dem scheiß Berg. Ich habe auf meinen Ott aufgepasst. Aber die haben mir die scheiß Bassmaschine abgezogen. Ich kann doch nicht auf beides aufpassen. Hey Gandalf, wir müssen echt mal über eine Behandlung reden. Was? Ich behandle gleich dein Gesicht mit meiner Faust, du Schwuchtel. Jetzt fällst du mir auch noch in den Rücken. Gleich gibt's Krieg, Mann. Übrigens, weißt du, was Religionskriege sind? Das sind Konflikte zwischen erwachsenen Menschen, bei denen es darum geht, wer den cooleren, imaginären Freund hat. Und meiner ist echt der coolste. Ich zeig ihn dir, wenn du Bock hast. Weißt du, der ist derb riesig. Und hat so dicke Ohren, Mann. Komm mal klar. Und so einen dicken Feuerschwanz. Der, da stehst du doch was da. Was geht bei dir denn ab jetzt gerade, Mann? Ich glaube, ich höre ihn kaum. Boah, krass, da kommt er. In der Nähe. So, Jungs. Ich gehe jetzt runter und hol mir meine Bassmaschine wieder. Und dann gibt's dick Party. Aber merkt euch, wer anderen eine Grube gräbt, sollte nicht mit Steinen werfen. Nee, Mann. Das kommt nie gut. Ganz ehrlich, irgendjemand muss noch mal auf den Elf passen. Es geht doch nicht weiter. Wir werden alle untergehen wegen dem Arschloch. Ein Licht! Hier sieht's aus wie bei mir zu Hause. Ich bin nämlich Alkoholiker. Ey, Gunnar, was steht denn da? Das ist Deutsch. Das kann ich nicht lesen. Nein, der geht nichts mehr. Der ist so krank. Digga, habt ihr die Glocke gehört? Allah! Ja! Halt dein Maul. Hm? What? Ugh.
Ach du Scheiße. Ja, voll den Arsch kalt. Junge, du hast meine Bassmaschine gefickt. Hör dir mal den scheiß Sound an. Wichser. Türsteher! Let's go! Oh. Der auf die Fresse, der mit den Hunden, und ich geb ihn, dann geben sie mir und dann geb ich wieder ihnen, dann sind sie alle tot, ich share! Hoffentlich guckt der Abend jetzt. Jungs, jetzt ist Reste fick. Nehmt, was ihr kriegen könnt. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Was ist denn mit Gandalf los? Der ist so Alkoholiker. Gandalf! Was denn? Ne Brücke! Ich dachte, wir wären Freunde. Jetzt gebe ich dir mies auf die Fresse, du Wichser. Pucke! Ball! Flieg! Gegeben dir. Jungs! Bringt mir was von Mackis mit! Ein Doppelcheese und eine Cola!
nicht. Bleib ruhig. Ja, so eine Scheiße mit der Scheiße hier, so eine Scheiße hier. Ja, ich bin Alkoholiker. Er hat uns voll im Stich gelassen und die Handschellenwerfer hat er auch noch. Ja, komm, bewegt eure Ärsche jetzt hier hoch. Wir sind endlich weiter. Und du stehst jetzt erst so frische Scheiße. So. Es war einmal am Ostergang des Afro-Strands Ethnogabber und Schlager. Flops. Die Ticker, die loszogen, die Dreh zu vernichten, verloren ihren Gila-Kanal und machten sich auf die Suche nach ihm in der St. Lorenz-Zugsklinik im Wald. Digga, ich schäme, wenn der Scheißspaß nicht da ist. Ich schäme, Digga. Digga, ich schäme, wo sind wir überhaupt hier? Mein Wolf ist beim Alkoholiker. Der war auch hier. Aber warum? Ich glaube, ich muss was sagen. Hä? Ja, ich meine, so, seit der Gandalf weg ist, bist du der Einzige, auf den ich aufgucken kann und so. Und ich hab dir jetzt mal so ein Lied geschrieben. Hä? Ja, das singe ich jetzt nur für dich. Ich soll zum letzten Mal auf der Mitte gefickten Backsteinbrücke. Ich glaube, ich halte mich aus, der hinterlässt eine Lücke. Der Strang meine Sorgen nicht mehr löst, lass ihn wissen. Du bist mir ein Lächeln zu, in diesem Mensch berühre ich kein Schaffel. Du verborgest halt mir zu, in deiner Hand eine Düse. Ich trock nichts an der Kante, du beschmeißt mich mit der Dose. Mein Wolfer Mantel, Breitling, schmerz vor dir steht ein richtiger Mann. Du legst mich auf den Backstein, nimm 10 Meter Anlauf und dann. Gelegte Fähre und so, kenn ich Schlamm? Weißt du, ich war so Titanic, ketemäßig, knick, knack, nee. Oh, kann der dreckige Ausländer nicht mal so eine Fresse halten? Ehrlich, ich schnapp's Skandal so hardcore, wenn wir wieder zu Hause sind. Jetzt mal so ein Schnaps. Ey, Digga! Wir sind derbe am Arsch, Alter, weil wir Gandalf verloren haben. Wir müssen uns so mäßig quadratisch aufteilen, so, und ihn hart suchen, ho. Das ist voll eigentlich eine gute Idee. Ich würde sagen, das machen wir einfach so. Scheiß Spaß, Alter. Das ist ein Fluss. Das ist kein Fluss. Das sieht nur so aus. Kannst du mir aber glauben, ne? Ja, aber... Dann ist das ein Bach. Ich hab mal Feuchtgebiete gelesen, nicht so, Digga. Ja, hey. Ja. Ja, Jungs, da rauchen, oder was? Digga Qualle, warum stecken Sie sich eigentlich mit mir in eine Gruppe? Wir sind so ein bisschen Übergruppe. Wir werden Gandalf so mäßig als erstes finden. Hat irgendjemand einen Plan, wo er sein könnte? Aragorn, mach mal Ansage jetzt. Was los? Ja, eigentlich nicht so. Aber... Ich kenne so einen Wald.
Da haben wir früher immer den Eichhörnchen LSD gegeben. Um zu gucken, was sie machen. Die sind heute alle gottabselig. Alkoholiker. Ey, sag mal Sam, wo sind wir überhaupt? Das weiß ich doch auch nicht. Warte mal. Das könnte ja auch ein See gewesen sein. Die Ticker teilten sich also auf, um die Suche nach Gandalf möglichst erfolgreich zu bestreiten. Der ist schwer, was das für ein Loch hier? Das ist voll dunkel hier unten. Voll duster. Der ist Scherle. Hör mal, ich schnauze jetzt hier. Sonst knurre ich deinen Sack und deinen Bart zusammen. Ich weiß ja nicht, ob wir Gandalf hier finden sollen. Aber wenn wir ganz doll dran glauben, dann kommt er auch. So mäßig. Ich hab mich einfach so gebeamt. Was? Wer bist du denn? Der junge Gandalf, Junge. Ja, Gandalf. Ja, Mann. Ja, du bist so weiß und leuchtest und so frisch. Junge, deine Mutter leuchtet frisch. Ich hab mir neuen Style zugelegt. Ja, Power, Digga! Jungs, Ansage jetzt. Ich muss euch jemanden vorstellen. Wir cruisen jetzt zu meinem Bruder. Ich bin nämlich jetzt Broder. Ey, sag mal, Sam, wo sind wir hier? Eigentlich? Gandalf, was tun, ne? Ich warte auf Brieftauben, die sollen mir eine Ladung bringen. Schön ein paar Hanfkekse und ein paar Bonbons, du weißt schon. Dann ziehen wir erstmal wieder einen durch, Mann. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Schiss, dass die mit dem Zeug durchbrennen. Weißt du nie, du kannst den Typen nicht vertrauen. Dir kann ich doch vertrauen. Wenn du mich verarschst, dann bäng ich deine Mama. Das weißt du schon. Dann nehme ich sie hops, Junge. Aber im Ernst, wenn die Scheißvögel die Orientierung verlieren, dann sitzen wir auf dem Trockenen. Dann muss ich meinen verdammten Bart rauchen, Junge. Mir juckt schon alles. Meine Arme, meine Beine. Ich kann einfach nicht mehr Aragorn. Ich brauch deinen verdammten Whisky, Junge. Junge! Ich hab schon die Asche meines Joints geschnupft. Bringt einen verdammten Scheißdreck, kann ich dir sagen. Wenn du hässliches Stück Scheiße mich noch einmal nach meinem Whisky fragst. Was? Bring ich dich um. Was lassen wir so scheiße? Wo sind wir jetzt hier eigentlich? Ich weiß das auch nicht. Ich sorry, ja. Ey, Seth, alles okay? Seth? Seth, sind Sie immer noch so besorgt? Ey, du kennst Vater nicht. Was denn für ein Vater? Ihr seid adoptiert. Der ist richtig sauer. Und ich zum Fresse! Come on.
dick die Eier zusammenkneift. Niemand wird mir fallen. Mein Style-Clown. Wenn du dich mit dem Teufel einlässt, ändert sich nicht der Teufel. Der Teufel verändert dich. Was du? Das regnet ziemlich doll. Oder vielleicht schneit's auch. Das war ein Spaß. Weil das ist sehr besüß. Gandalf kommt nicht mehr. Der liegt irgendwo zugedröhnt an einer Palme und zählt Hamster. Ja, weil wir ganz so lang glauben. An was denn, ne? An Gandalf. Dann kommt er auch, Digga. Mann, ist das wieder voll bei Mac ist. Da kannst du eigentlich nur noch schnell einen Double Cheese grabben. Es gibt keinen Crew! Dann bist du den ganzen Sonntag wieder voll im Arsch. Scheiß auf. Ja, das ist ja wie ein Fear and Loathing, Junge. Ja, stimmt eigentlich, Junge. Wir haben es nur mehr übertrieben. Hm? Ich meine, zieh den Laden hier mal rein. Ich brauche ja was zu rauchen, Junge. Das wäre perfekt. Na, Junge.
Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Laden. Oh mein Gott, frisches Zeug. Südlicher Graubündel mit waldiger Note. Ja, meinst du, die machen noch einen fünften Teil? Ja, normal. Ich mein, die haben... Ist doch jetzt frisches Zeug, Mann. Let's go.